Guten Abend miteinander. Schreibt uns doch bitte einen Kommentar, wenn ihr bereit seid. Dann starten wir natürlich sofort. Guten Abend miteinander. Freut mich, dass ihr da seid. Danke für das Schreiben von den Kommentaren, dass ich weiss, dass wir ready sind. Heute assistiert mir der Roman Bruggisser. Er leitet die Schule, die ganz neue Schule in Niederglatt. Haben wir eigentlich erst gerade aufgemacht, erst gerade angefangen. Hat noch nicht so viele Leute die Gelegenheit, zum guten Unterricht zu kriegen. Unter noch wenig Leute, unter dem Roman jetzt. Wir fangen gerade an mit der Zeremonie. Komm rein. Weiter. Jadkuron. Igoron. Fangoron. Fifu, wir danken dir für den Unterricht. Gut, wir fangen gerade an. Wir hüpfen ganz leicht. Der Kreislauf soll ein bisschen in Bewegung kommen. Wir wechseln zum Ausfallschritt. Dann nehmen wir die Hände dazu. Immer gegengleich, ihr seht das beim Roman. Und wir wechseln. Merkt ihr, wie euer Körper wach wird? Jetzt geht's los. Wir kommen zum Hampelmann. Hallo, liebe Katrin, kein Problem. Auch wenn du das erste Mal dabei bist, kein Problem. Wir machen heute zuerst ein Einwärmen, dann gehen wir weiter zum Dehnen, dann arbeiten wir an dieser Form weiter. Du kannst auch in der Vergangenheit die Online-Sachen anschauen, was wir schon gemacht haben, und das aufarbeiten, kein Problem für dich. Ich freue mich, dass du dabei bist. Danke. Und wir kommen jetzt weiter, wir gehen ganz runter. Sehr gut. Kommen wir zu den vier Rückenübungen. Da dürft ihr gerne ein bisschen zackig sein. Also wenn ihr amigs zusammenkommt, dürft ihr ein bisschen klopfen. Das gibt ein bisschen Action rein, das ist gut. Die Übung an und für sich ist sehr wichtig, weil wir Koordination auf verschiedenen Seiten haben. Das heisst, er macht etwas, die Beine machen etwas. Das ist ganz gut. Das schult unser Hirn gut für uns. Dann kommen wir zur nächsten von diesen Übungen.
Und die dritte? Die letzte, wir starten immer wieder da, Arm führen, fast gestreckt, drehen und wieder retour. Sehr gut. Wir bleiben gerade schulterbreit stehen, nehmen beide Arme auf, einen nach hinten, einen nach vorne fallen lassen und dann so unsere Schultern aufwärmen. Ihr werdet sehen, der Roman wechselt jetzt gerade die Seite. Genau das ist jetzt passiert. Das ist gut so. Immer beide Seiten, ob ich sage oder nicht. Den halten wir draussen, gehen wir zu den Ellbogen. Auch da gegengleich, zwei unterschiedliche Richtungen. Haltet die Arme draussen, nur die Handgelenk drehen. Auch da zwei unterschiedliche Richtungen. Wir stehen immer leicht in den Knie, nur leicht. So keine durchgestreckte Beine, sondern ganz leicht in den Knie. Ich glaube, man sieht es gar nicht beim Roman, aber nicht durchgestreckt. Wir nehmen die Arme vor, drehen sie, jeden Finger einzeln und spicken sie wieder auf. Machen den richtigen Fuß und aufspicken. Und schon kommen wir zur nächsten Übung. Wir drehen nach innen. Und jetzt umgekehrt. Die Hände zusammen, das Handgelenk ganz schnell bewegen. Nehmt die linke Hand und dehnt den Unterarm. Das gleiche nachher auf der anderen Seite. Die Hand drücken auf die Brust und die Ellbogen abdrücken. So dass es da drin da dehnt, so da zusammendrücken. Dann die andere Seite. Gut, ein bisschen ausschütteln. Kommen wir zum Kopf. Ganz rauf und ganz runter. Der ganze Bewegungsumfang. Seitlich den Kopf drehen. Seitlich schauen. Versuchen, so weit wie möglich hinterher zu schauen. Und das gleiche auf der anderen Seite auch. So, dass der ruhig ein bisschen ziehen da im Hals rein. Das ist schon richtig. Dann seitlich lecken. Kreisen. Gut auf den Roman achten, er wird auch die Richtung ändern.
Gut. Dann kommen wir zu der Hüfte. Wir stehen etwa schulterbreit an und machen einen ganz grossen Kreis. Versuchen, den Kopf an Ort zu behalten. Auch hier auf zwei Seiten. Nicht verpasst, oder? Den Richtungswechsel. Für die nächste Übung gehen wir ganz runter. Die Fersen bleiben am Boden. Wir strecken unsere Beine ganz durch, gehen wieder ganz runter. Füße zusammen, wir gehen in die Knie, meistens ein bisschen mehr und dann drehen. Wir kommen zu der ersten Dehnungsübung. Das gleiche nachher auf der anderen Seite. Wir gehen in die Mitte. Versuchen einfach mal so weit wie möglich rauszugehen. Wir sind noch nicht komplett warm. Es spielt also nicht so einen Ruckel. Das muss noch nicht das Maximale sein. Kein Problem. Jetzt gehen wir auf die rechte Seite. Seht, wie das der Roman macht. Achtet darauf, dass das hintere Bein nicht ganz gestreckt ist, aber auch nicht zu fest angewinkelt. Es sollte zwischen den Beinen wirklich ziehen. Dürfen dort ihre Dehnung sein. Wir gehen wieder in Retour in die Mitte. Und jetzt gehen wir zum linken Fuß mit beiden Händen. Gehen zum rechten Fuß, auch mit beiden Händen. Gut, dann gehen wir wieder nach links. Jetzt gehen wir runter auf den Ellbogen. Achtet darauf, wie der Roman jetzt gerade da um den Fuß herum geht mit der Hand. Okay? Und mit rechts geht er oben auf den Ellbogen. Jetzt sind wir das Ganze, jetzt sind wir eine Etage tiefer. Das Ganze ist jetzt ein bisschen tiefer. Wir gehen wieder in die Mitte, heben beide Füße und gehen mit dem Kopf zwischen den Beinen durch. Wir gehen nach rechts, auch wieder aufs Bein achten, wie der Roman rundherum geht. Wir kommen wieder in die Mitte und jetzt versuchen wir so tief wie es geht zu gehen. Wir drehen ein, stehen auf das rechte Bein. Die Hände nehmen wir so zusammen. Und jetzt geht es darum, tief hin und her zu wechseln. So ihr seht, wie er tief bleibt und versucht so tief wie möglich, nicht aufstehen dazwischen, sondern so tief wie möglich.
Und da bleiben wir stehen und tun mit dem rechten Arm zum linken Fuß. Das Knie hinten drücken. Die andere Seite. Das Knie auch wieder hinten drücken. Dann sitzen wir ab, strecken das linke Bein und mit beiden Händen langen wir so über das Kreuz, langen wir führen. Versuchen von unten her, von hinten her zu drücken, dass ihr da führen kommt und nicht mit dem runden Rücken. Dann drehen wir eindrehen. Und die andere Seite. Und auch da eindrehen. Beide Beine strecken und jetzt beide Füße heben. Wenn es noch nicht geht, kein Problem. Einfach in diese Richtung. Wir arbeiten daran, dass wir das hinkriegen. Als nächstes, wenn es schon geht, vorne die Füße heben. Und dann von außen die Füße heben. Wenn das super einfach ist, dann mit den Ellbogen auch am Boden gehen. Beine spreizen. Und im ersten Schritt einfach mal so weit auseinander, wie es noch geht. Versuchen, führen zu kommen. Dann zum linken Fuß. Zum rechten Fuß. Dann eindrehen. Und auf die andere Seite eindrehen. Sehr gut. Dann die Füße zusammenziehen und die beiden Fußflächen zueinander. Und dann möglichst schnell am Boden ziehen, also am Körper ziehen, am Boden entlang. Und die Knie, wie ihr es da beim Roman gesehen, versuchen so tief wie möglich zu halten.
Dann den linken Fuß heben und das Bein durchstrecken. Das andere Bein, der rechte Fuß heben und ganz durchstrecken. Wenn das einfach ist, einfach noch ein bisschen mehr nach oben ziehen. Dann über das Kreuz. Und auch hier versuchen durchzustrecken. So, dass ihr am Schluss da oben euren Fuß so heben könnt. Das wäre die Idee. Das andere Bein. Schneidersitz machen. Die Hände kommen zusammen. Und jetzt steht ihr auf, ohne dass ihr eure Hände braucht. Ihr seht gerade, wie es der Roman macht. Sehr gut. So, wir kommen zu den Schwinger. Wir schwingen unser linkes Bein über unsere Schulterhöhe. Die Arme halten wir möglichst still. Das gleiche machen wir noch auf die andere Seite. Zeige ich dann nachher vor. Bereit? Wir gehen in eine höhere Scherenstellung. Und 20. Die letzten 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Und abschliessen. Das Chi zurück zum Unterbauch. Sehr gut. Wir gehen zu der ersten Stellung. Ritterstellung. 3,5 Schritte auseinander. Sepin Ma. Wir lassen uns sinken. Schauen, dass Knie und Füße in ihrer Linie sind. Der Rücken ist gerade. Arme sind angespannt. Finger, Einfingerhand. Die Ellbogen schauen nach oben. Schauen, dass die Brust, der Rücken, Schultern, alles angespannt. Tief unten sein. Auf den, mit dem Blick einen Punkt konzentrieren. Und tief oben in den Unterbauch konzentrieren. Bereit? Sepin Ma. Oder auf Deutsch Ritterstellung. Früher im Südschaulin-Kloster haben die neuen Schüler draussen vor dem Tor bis zu einer Stunde so stehen, bis sie überhaupt angeschaut worden sind. Das heisst, die Shaolin-Mönche, die haben es gar nicht reingelassen, wenn sie mindestens eine Stunde haben können, so stehen. Heute bei uns ist es so,
dass der Anfänger, um von einer Stufe zur anderen können zu kommen, die Stellung 2 Minuten muss können stehen. Allerdings, unsere Instruktoren, die etwas höher gradiert sind, so beim 4. Dan etc., die stehen die Stellung auch heute noch 1 Stunde. Machen wir jetzt nicht. Zählen von 10 Ritter. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und abschliessen. Wir kommen zu den Schwingen mit dem rechten Bein. Das, was wir vorher links gemacht haben, machen wir jetzt auch rechts. Darauf achten, den Körper gerade halten und das Bein hoch anschwingen. Höhe Scherenstellung. Die Arme sind aufgespannt, die dürfen jetzt hier durchgestreckt sein in dieser Situation. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, die letzten 20 und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 und abschliessen. Die nächste Übung, die wir machen, machen wir Tigerhand. So, die Tigerhand, da tun wir die Finger ganz spreizen, so richtig weit auseinander. Wir strecken sie voll durch, dann winkeln wir sie an, ziehen sie hinterher. Also nochmal, Finger voll durchstrecken, voll gespreizt, Finger anwinkeln, hinterher ziehen. Die Bewegung geht von da nach gerade führen, gespreizte Finger, kippen, hinterher reissen und wieder mit der Handballen, mit dem Bereich hier, wieder schlagen und krallen. Dann gehen wir wieder rauf, führen, hinterher. Und das machen wir mit beiden. Führen, gut, zeigst du auch die komplette Übung. Wir gehen hier dafür in die dritte Stellung. Seppin Ma. Haben wir vorher schon geübt. Wa! 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 Der Schrei ist U-A. Wa! So 3000 A. 1 U und 3000 A ungefähr. Gut, bereit? Seppin Ma. Ich zähle es so, dass wir hier eine Bewegung machen. Und dann wieder 2, 3, 4 und so weiter. In eine tiefe Stellung gehen, richtig intensiv mit den Fingern arbeiten. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, die letzten 10, nochmal richtig tief, nochmal voll Power und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gut, und abschliessen. Wir zur nächsten Übung. Wir stehen etwa einen Zentimeter auseinander mit dabei. Atmet ein und aus. Einatmen. Ausatmen. Einatmen. Aus. Die Knie sind nicht durchgestreckt. So, nicht das da, sondern wir sind ganz leicht in den Knie. Der Rest ist angespannt, so Brust, Arm, Schultern sind angespannt. Probieren wir gerade mal. Könnt ihr dem Roman folgen? Dürft ihr auch im eigenen Tempo schnaufen, ein- und ausschnaufen? Wir können gerade mitmachen. Ihr seht die Spannung in den Fingern. Und so, der Finger ist wirklich gestreckt. Arm, Schultern, Brust sind angespannt. Einatmen, tief ab in den Unterbauch schnaufen, von dort aus in die Füße und in die Hände. Konzentrieren, durch die Nase atmen. Sie von Robert Lopez aus Amerika. Hi. Das ist ein Kung-Fu-Bruder von mir, der jetzt auch da zuschaut mit uns. So, thanks a lot, Rob. Blick geradeaus auf einen Punkt. Gut, und auch diese Übung abschliessen. So, das nächste, was wir machen, ist, wir kreuzen unsere Arme. Also, kreuzen, aufmachen. Kreuzen, auf. Kreuzen, auf. Das Wichtige daran, so hat es mein Meister mir damals erklärt, bei jeder Bewegung, so ob jetzt das zu oder auf ist, ihr müsst so viel Kraft drin haben, dass ihr einen Arm, der dazwischen wäre, einfach würde brechen. Also, ha, hey. Zeigst du, was wir machen, wie das aussieht. Wir gehen auch hier in eine Ritterstellung. Hey, ha, hey, ha, hey, ha. Sepin Ma. Hey. Könnt ihr gerade mit dem Roman mitmachen. So, rechts ist aussen. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und abschliessen.
So, wir gehen zu ein paar Schritten, die wir nachher in der Gunji von Gfukün brauchen. Aus der Reiterstellung, wir gehen links führen, hinten, Scherenstellung, wir stehen in Kranichstand, kicken, Seppin Bad Fan, drehen ein, kommen führen, streifen ab, 1, 2, 3, 4, drehen ein, oben, wie zwischen euch eigene Beine, kommt führen, geht wieder in eine Scherenstellung, kommt wieder führen, Tiger, Ellbogen, gerader Schlag, hindern. Wieder führen, runter, aufmachen, hindern. Das gleiche auf die andere Seite, wir machen es auch langsam, keine Angst. Hindern, auf, Kranichstand, Seppin Bad Fan, Bongsau, führen, abstreifen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wieder übersetzen. Beauty. Hindern. Fuchau. Wir machen das, keine Angst, wir machen das Schrittli um Schrittli, ganz langsam. Auch für die, die neu sind, dass am Roman könnt folgen, Schritt um Schritt. Versuchen aber möglichst zu speichern, weil die, die uns schon länger folgen, folgen ist ein gutes Stichwort, ihr dürft uns abonnieren, kein Problem, wir sind ja auch auf YouTube, die uns schon länger folgen, die können den Teil wahrscheinlich schon. Ich möchte gerade noch schnell Sifu Luigi Martone aus Italien grüßen, der mittlerweile nicht zuschaut. Hi, Luigi, hi. Wir starten gerade. Bereit? Seppin Ma. Hey! Okay. Das linke Bein geht zuerst führen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Und retour. Wenn du da bist, musst du jedes Mal richtig hinten versetzen. Dann bist du am Schluss wieder am gleichen Ort von dem Teil. Das ist auch für euch wichtig. Ich könnt wirklich jeden Schritt kontrollieren, weil am Schluss von dem Teil, den ich euch jetzt gezeigt habe, sind ihr am gleichen Ort, wie ihr gestartet sind. So, probieren wir es mal auf die andere Seite. Wieder Seppin Ma. Hey. Jetzt gehen wir rechts. 1, 2. Scherenstellung. 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da. 7, 8, 9, 10. Und jetzt gehen wir wieder auf die andere Seite. Auch für den Roman ist es vor der Kamera ganz eine andere Sache, oder? Und 1, 2, 3. Versucht zuerst noch zu stehen, einfach nur bis da zu kommen. Und dann kicken. 4, 5, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Da ist ein Ellbogenschlag, ja, mit dem Teil. 5, wieder Seppin Bad Fan. Tigerhand. 6, nach hinten versetzen. 7, Ellbogenschlag. Jetzt mit dem vorderen Bein nach hinten versetzen. 8, Fingerstich. 9, wieder hinten versetzen. Genau. 10, Tigerhand. Fuchau. 11. Und auf die andere Seite wieder. 1, 2, 3, Kranichstand, 4,
5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und nochmal mit links. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Und wieder rechts. 1. Nicht zu weit führen. So üblicherweise wollen die Leute immer weiterführen, aber eigentlich ist es nur 45 Grad. So, ich will nur, er schlägt da, ich will nur weg. So, nicht zu weit weggehen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, versetzen, nicht vergessen, ja. 15, 16, 17, 18. Und wieder retour. Und 1. Nicht zu weit führen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Und rechts, 1, jetzt weit führen, 2, 3, ob ich raufkomme, 4, 5, 7, 8, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, Dioma, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Gut, und abschliessen. So, wir gehen zu der Gunji von Fukun. Jetzt versuchen wir den ganzen Teil, den wir schon gemacht haben, zu machen. Wir fangen an mit da hinten. Wir arbeiten da. Offene Hand und wird zur Faust. Offene Hand und zur Faust. Aber zuerst möchte ich schnell meinem Meister, Grossmeister Chiu Chiling, grüezi sagen. Grandmaster Chiu Chiling, hi Sifu, hello, thank you for watching. So, wir fangen gerade an mit Gunji von Fukun. Hey! Eins. Zwei. Immer offene Hand, Faust. Drei. Jetzt ziehen wir es gerade rauf. Ellbogen führen, schneiden. Fünf. Sechs. Sieben. Jeder Finger einzeln, wie beim Einwärmen. Acht. Ein. Neun. Acht. Zehn. Schau, der Ellbogen ist tief. Schützen von meinem Körper. 12. 13. Haben wir vorher auch gemacht. 14. 15. 16.
17, 18, schau, was wir da sind, 19, 20, den Sound nicht vergessen, 1, 2, 3, tief vorne bleiben, 4, 5, 6, 7, wir stehen wieder am gleichen Ort. 1, 2, 3, 4. Schau, dass ihr in einer schönen Reiterstellung steht. Hier zusammenpressen und jetzt geht es führen. 5. Die Ellbogen bleiben tief. Wir kommen zu einer 3 dynamischen Übung. 6. 7. Tief runter in den Unterbauch, voll Kraft rein. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Fingerstich, Beauty. 17. Da. 18. 19. 20, 1, jetzt kommt das, 2, 3, und wieder hinterher. Und jetzt kommt die Schritte, die wir vorher gerade geübt haben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, zurück. Und die andere Seite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, tief vorne stehen, gut, und abschliessen. Gut. Wir machen die Form nochmal durch. Achtet gut auf den Roman, dass ihr so mit ihm zusammen das macht. Der Vorteil von der ganzen Online-Sachen ist ja, dass ihr es immer wieder anschauen könnt. Wir haben auf YouTube die letzten Online-Kurse alle drauf. Und auch der wird nachher wieder auf YouTube sein. Und ihr könnt es auch auf Facebook anschauen. Und ihr könnt führen, hindern spulen, kein Problem. Übt das. Ich will nicht, dass wir da nur eine Stunde lang den Teil üben, damit ihr das übt, sondern übt das für euch. Ihr könnt das wirklich hinter dem Führer spulen, das ist kein Problem. Gut, wir machen es nochmal durch. Bereit? Kunji von Fukun. Kunji von Fukun. Hey! Und eins. Zwei. 3, 4, 5, 6, jeder Finger einzeln, Power in die Faust, 7, 8, 9, 10, richtig aufreissen, 11, 12, ich weiß nicht, ob ihr das gehört, wie er am Atmen ist. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 1. 2. 1. 2, ja. 3, 4,
5, 6, 7. Eine volle Kraft reißt die Ski zurück im Bauch und wieder in die Hände und in die Füße. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Denkt daran, das Brechen vom Arm. 18, 19, 20, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Die andere Seite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Gut, und abschliessen. Übt das richtig viel, häufig, jeden Tag, den Teil, den ihr jetzt gesehen habt. Jeden Tag. Wir machen am Donnerstag machen wir ja bereits wieder eine Online-Lektion. Dort gehen wir wahrscheinlich schon wieder ein bisschen weiter. Aber schaut, dass ihr das aufarbeiten könnt, dass ihr dort sind, dass wir weitergehen können. Es macht keinen Sinn, wenn wir nicht den Teil, den wir schon gelernt haben, wirklich können. Wir gehen jetzt weiter, machen den Kraftteil und dann sind wir schon fast am Ende der Lektion. Und nach dem Begrüßen, nach der Abschlusszeremonie, kommt unsere Teezeremonie mit der Fragerunde. Also wenn ihr Fragen habt, das ist der Moment, wo wir alle die Fragen in Bezug auf Kung Fu natürlich am liebsten über unser Kung Fu könnt stellen. Also macht euch Gedanken, was ihr wissen wollt. Weil jetzt bei den Kraftübungen müsst ihr wahrscheinlich nicht fest nachdenken. Als erstes machen wir gerade Liegestütze. Ich zeige euch schnell, was ich gerne hätte. Gerade runter gehen und wieder rauf. Gerade runter und wieder rauf. Gerade runter, ohne einen Moment warten, wieder rauf. Gerade runter, wieder rauf. Gerade runter, wieder rauf. Wenn es nicht mehr geht, gehen wir auf die Knie. Gehen immer noch gerade runter, wieder rauf. Gerade runter, wieder rauf. Brust berührt jedes Mal den Boden. Ganz fein. Wie erst das Mikrofon den Boden berührt, aber ja. Wenn das auch nicht mehr geht, dann Knie auseinander. Und dann ist es genau das Gleiche, einfach da. Okay, ich hoffe, ihr seid bereit. Der Roman ist es. Oder? Gut. Also, wir gehen runter auf die Knie. Bereit. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Wenn es nicht mehr weitergeht, dann gehen wir einfach auf die Knie weiter. Kein Problem. Okay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vielleicht schon ein bisschen die Arme ausschütteln, schon ein bisschen dehnen. Weil ich will, dass ihr auch dabei seid. Also wenn er schon alles macht, macht ihr auch mit. Also versucht durchzuheben, versucht durchzubeissen. Wir werden nur mit Widerstand stärker. Das weiss er, darum macht er das. Oder? Ja. Gut, wir gehen zur nächsten Runde. Bereit? Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, komm, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Gut, wir müssen noch ein bisschen dehnen. Die machen alle mit. Ist gut. Ich hoffe es. Nicht die ganze Anstrengung um nichts. Kannst du ein bisschen dehnen, so leicht schräg und so. Wir gehen das nächste Package, das nächste 20er-Paket. Und 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Gut, und wieder eine kleine Pause. Ein bisschen dehnen da, die Arme ein bisschen bewegen. Ja, daheim auch, vielleicht hast du ein bisschen bewegen da. Jetzt kommt das letzte Paket von 20 Stück. Das packen wir jetzt noch, das machen wir jetzt noch. Wieder bereit? Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Sehr gut. Haben wir geschafft? Yeah! So, wir kommen jetzt zu der Abschlusszeremonie. Ja, jetzt ist es ein bisschen schön machen. Ja, der Roman macht das richtig. Komm rein. Komm rein. Jetzt gut an. Hier an. Zusammen an. Sifu, wir danken für den Unterricht. Danke, Roman, für deinen Einsatz. Danke vielmals. Gut, wir kommen zu der Teezeremonie. Ich hole schon das Teeset. Geht nicht weg. Holt selber Tee oder was auch immer ihr möchtet trinken. Der Roman holt schon das Tablet, damit er eure Fragen beantworten kann. Ich bin gerade wieder da.
Jetzt ist der Moment da für die vielen Fragen. Nicht alle auf einmal. Noch keine einzige Frage. Bisher leider noch keine einzige Frage, jawohl. Ja, dann frage ich dich. Wie lange machst du schon Kung Fu, Roman? Im April, Anfang April, waren es 9 Jahre. 9 Jahre, okay. Was fasziniert dich denn so an Kung Fu? Also, da muss ich vielleicht ein bisschen ausholen. Angefangen habe ich vor allem aus gesundheitlichen Gründen. Also dazu mal bin ich sehr unsportlich gsi, salopp gesagt Couchpotato, und habe dann wirklich aus gesundheitlichen Gründen angefangen, habe dann aber schnell müssen merken, dass sehr sehr viel dahinter steckt, mit der ganzen Familienkultur hinten dran, auch mit dem Programm, wo eigentlich nie fertig ist, und trotzdem haben wir relativ schnell etwas damit anfangen, und ja, das hat mich dann alles dazu bewogen, weiterzumachen. Und jetzt ist es ein fester Bestandteil von meinem Leben, und ich möchte es eigentlich nicht mehr wegdenken. Cool, oder? Bist du schon mal in Asien gewesen? Ich bin unterdessen schon mehrmals in Asien gewesen, ja. Nein, wahrscheinlich ohne das Kung-Fu auch nie. Danke, Sifu. Bitte sehr gerne. Also wir trinken da zwischenzeitlich schon mal den Tee, bis ihr eure Fragen stellt. Zum Wohl, Roman. Danke nochmal für deine Assistenz. Zum Wohl. Zum Wohl. Merkst du, dass es ein anderer ist? Mhm. Als letztes Mal. Leider noch immer keine Frage, aber eine Wortmeldung vom J.P. Rohrbach. Danke dir, Sifu Martin, für die heutige Lektion. Leider muss ich euch verlassen, muss wieder früher raus. Bis Donnerstag. Allen einen schönen Abend und gute Nacht. Tschüss, Champi. Danke, dass du dabei warst. Gute Nacht. Er muss immer ganz früh aufstehen am Morgen. Danke dir, Sifu. Plötzlich können wir den Arim schlagen. Zum Wohl. Zum Wohl, Sifu. Ja, aber jetzt kommt etwas. Ja, siehst du. Dominik Bastian schreibt: Lieber Sigung, lieber Sisuk, vielen Dank für den Unterricht. Am Beginn der Gunji habe ich ja alles angespannt und arbeite mit allen Bewegungen gegen meinen eigenen Widerstand. Wenn ich das richtig verstanden habe. Hast du richtig verstanden? Sollen wir das die ganze Form übermachen, oder hören wir bei den schnellen Teilen wie den Schlägen damit auf? Es gibt verschiedene Stufen, wo du die Gunji Fukufukun machst. Und auf der Anfängerstufe, ja, da haben wir alles immer volle Kraft drin. Schlussendlich soll ja auch dein Körper auf dieser Stufe vor allem zuerst mal richtig stark werden. Gut, dann haben wir auch schon gerade die nächste Frage. Jetzt aber. Ja, und zwar ist das der Dirk via Soina Cosmina. Hallo Dirk. Lieber Sigung, lieber Sibak Roman, vielen Dank für das klasse Training. Dankeschön. Frage zum Atmen bei den isometrischen Übungen. Mir erscheint es nützlich und natürlich ruhig zu atmen, wie beim Yoga Atemmeditationen. Leichte, tiefe Kehlatmung. Was ist aus deiner Sicht beim Atmen zu beachten? Haben wir, glaube ich, schon beantwortet. Ich glaube, schon mehrmals beantwortet.
natürlich bleiben und versuchen, nicht da oben zu atmen, also nicht Kehlkopf, sondern tief runterzuziehen. So. Ja, richtig ein, aus. Volle Muskelspannung, tief runteratmen, vor allem in dem Teil der Gunji von Gfukün. Ich klimpere hier mit dem Geschirr rum. Gut, dann haben wir noch Wortmeldung von der Katrin. Ich danke euch für die tolle Lektion. Ich bin am Donnerstag wieder mit dabei. Cool, Katrin, freut mich. Schön, ja. Dann haben wir noch eine Frage von Alex Hoffmann. Danke Team Roman und Sifu für den Unterricht. Meine heutige Frage, ist unser Hungar ein rein physisches Kampfsystem? Fragezeichen. Oder lernen wir wie im Verlauf der Ausbildung auch psychologische Verteidigungsstrategien kennen? Sprich zum Beispiel, was sage ich in einer Bedrohungssituation? Wo gucke ich hin? Wie ist meine Körperhaltung? Wen rufe ich um Hilfe? Etc. Ja, natürlich streift unsere Ausbildung solche Themen auch. Aber du wirst primär gar nicht mehr in solche Situationen kommen, weil deine Körperhaltung, deine Körpersprache schon ganz etwas anderes ausstrahlt. Und du wirst so selbstsicher sein, aber auch gleichzeitig so wachsam, dass du auch weißt, wenn du so einen gefährlichen Ort verlässt oder nicht so steht sein etc. Also mach dir keine Sorgen. Kommt gut. Oder? Kannst du das bestätigen? Ich denke, das trifft sehr gut, ja. Ich denke, wenn du das als Ergänzung sagen darfst, spätestens immer mit dem Kampftraining auch anfängt, kommt das automatisch auch, dass man sich mit dem ganzen psychologischen Aspekt dahinter und der Kampfstrategie muss damit auseinandersetzen. Danke dir, Sifu. Sehr gerne. Er sollte jetzt noch besser werden, weil letztes Stundstück ist er dann sehr gut geworden. Zum Wohl. Zum Wohl, Sifu. Jawohl. Merkst du, wenn er besser wird? Mhm. Hast du ihn gern? Ja. Ich bin zwar allgemein nicht so ein Teetrinker, aber man lernt ja auch da dazu. Ja, der Roman und ich sind in Malaysia am feinen Kaffee trinken. Also nicht, dass man Tee nicht würde trinken, aber feinen Kaffee ist natürlich auch toll. Dann haben wir nochmal eine Wortmeldung von der Sorina. Danke Sorina für die Antwort und auch für das Aufzeichnen der Formübungen etwas näher an der Kamera. Sehr hilfreich. Sehr gern. Danke dir, Sifu. Bitte. Du kommst ja voll in Stress. Also ja. Tee trinken und Fragen. Du noch mehr Fragen kommen. Also versuche den meinen Stress zu bringen. Zum Wohl. Dann haben wir, so wie es aussieht, gerade mehrere Fragen von der Rebecca. Hallo Rebecca. Respektive, so wie es aussieht, vom Philipp und Urs. Lieber Sifu, lieber Sihing Roman, vielen Dank. Die Qualität macht es aus. Was ist der Vorteil bei der Atmung durch die Nase, außer dem Temperieren des Luftstroms und der Dosierung? Und der Filterung, dann haben wir es schon. Wir haben das Filtersystem integriert in unserer Nase. Und das wollen wir alles nutzen. Also, ihr habt eigentlich die ganzen Vorteile schon erwähnt. Bis auf die Filterung. Und gerade noch eine anschließende Frage dazu. Warum stärkt man so das Qi mehr als bei einer Atmung durch den Mund? Ah, jetzt wird es natürlich. Ich habe nicht gesagt, man stärkt das Qi mehr mit dem. Das haben wir jetzt einfach so untergeschoben. Es ist nur bei dieser Bewegung die richtige Atmung. Es gibt auch Atmung oder Atemtechniken, die man dann mit offenem Mund macht, wo man, wie zum Beispiel bei der Schrei, wo man logischerweise dann ausschreit durchs Maul. Aber bei dieser Übung geht das jetzt so, dass man es durch die Nase macht, ein und aus, was ja auch der natürliche Weg ist.
Mehr, ja. Dann haben wir... Schau, du kommst in Stress. Ich komme in Stress, aber zuerst die Frage vielleicht. vom Fabio Oswald. Hallo Fabio. Da komme ich mehr Ehren über, als mir zusteht. Der Schritt bezeichnet mich da als Sigung. Ich wäre wahrscheinlich dein Sihing oder Sisuk. Aber lieber Roman, hallo lieber Sifu, besten Dank für das Training. Ist schön, wieder dabei zu sein. Hier nun zu meiner Frage. Im Fitnessbereich gibt es verschiedene Theorien, wie man durch Nahrungszunahme die körperliche Leistung steigern kann. Was würdest du empfehlen und was sagst du zu Kaffee vor dem Training? Gut oder schlecht? Und falls gut, gibt es Alternativen? Fabio, das sind sehr viele offene Fragen, wo ich glaube, da der Rahmen auch würde sprengen. Ich weiss gar nicht, wo ich anfangen soll, wenn du mich fragst, welche Ernährung oder was besser soll sein, damit du mehr Energie hast. Ich glaube, das sprengt da den Rahmen vollends. Und ich glaube, wenn ich da anfangen würde, antworten, dann laufe ich automatisch Gefahr, dass ich etwas auslasse oder nicht erwähnt habe, was dann so quasi nicht toll wäre. So sinnvollerweise tust du selber die Vor- und Nachteile anschauen. Du hast ja Google, das sagt dir sehr viel. Und wenn du noch eine konkrete Frage hast, kommst du zu mir oder zu einem Instruktor und die helfen dir sicher gerne weiter. Kaffee vor und nach dem Training, respektive vor dem Training, Kaffee und Koffein gibt vielleicht einen extra Kick. Die Frage ist, ob du es vertraust und ob du das wirklich brauchst. So, wir haben gerade vor dieser Lektion, habe ich mir Roman einen Kaffee angeboten und er hat gefunden, nein, danke, vor dem Training nicht. So, er hat offensichtlich die Erfahrung gemacht, dass ihm das nicht gut tut. So sind wir Menschen halt vielleicht manchmal auch ein bisschen unterschiedlich. Der eine vertreibt das, der andere nicht. Der gleiche Kick oder ein ähnlicher Kick kann aber auch einen starken Tee machen. Tee hat ja Tein drin, das kann sehr anregend wirken und kann auch so einen Kick auslösen, wenn du das dann brauchst. Nimm nur. Vielen Dank, Sifu. Wir nehmen jetzt den Kick nach. Oder was? Naja. Zum Wohl. Ich finde das Süßholz, das drin ist, finde ich sehr fein. Mhm. Gut, dass du es jetzt erwähnt hast, kann ich mich am Anfang fragen, was das für ein... Was das Süße ist, gell? Das Süße Geschmack ist, ja. Mhm. Also ich denke, es ist so etwas. Dann haben wir noch eine Meldung von der Christina via Thomas Brüderler. Hallo zusammen, vielen Dank für den tollen Unterricht. Sehr gern. Christina, oder? Ja. Meine Frage, ist die Teilnahme an Wettkämpfen eine Voraussetzung, um längerfristig in der Schule dabei sein zu können, respektive um einen bestimmten Grad zu erreichen? Nein, Christina, es ist keine Bedingung. Gleichzeitig muss man sagen, dass du ziemlich sicher wirst an so Turnier teilnehmen, weil du lernst ganz viele lässige Leute kennen. Du tauschst dich aus mit diesen Leuten und mindestens im Formenbereich, dass du Formen und Waffenformen vorzeigst, wirst du wahrscheinlich auch Willen machen, wenn du da dabei bist. Weil irgendwo bist du ja auch stolz auf die Sachen, die du da lernst und willst austauschen, international austauschen. Was ich als Feedback von meinen Schülern meistens höre, ist genau das Interessante. Wir sind sehr erfolgreich mit der Teilnahme an Turnieren, aber ich glaube, es ist gar nicht so die Hauptmotivation. Ich glaube, die Hauptmotivation ist die vielen Freunde, die du machst. Für mich ist es das auf jeden Fall gewesen, also vor allem auch die ersten paar Mal, wo du so Anlässe dabei warst, weil du wirklich sehr viele Leute kennenlernst. Beim nächsten Mal siehst du die Leute vielleicht wieder und genau das macht es eigentlich aus, dass man also Events dabei ist, sei das Turnier oder sei das andere Veranstaltungen in unserem Rahmen. Wenn du auf Vollkontakt-Turnier ansprichst, auch da ist es so, mit steigenden Fähigkeiten ist es nicht unwahrscheinlich, dass du selber dich austauschen willst und willst wissen, wo du so stehst. Und da wirst du dich wahrscheinlich irgendwann
an einem Vollkontakt wiederfinden. Auch wenn du jetzt vielleicht gerade sagst, nein, ich nicht, habe ich doch sehr viel das andere erlebt. Das Gegenteil, dass die Leute dann doch wütet, weil es halt Spass macht. Und Kung-Fu-Turniere sind halt vielleicht nicht so zu vergleichen, oder gute Kung-Fu-Turniere sind vielleicht nicht so zu vergleichen wie schlechte andere Kampfsportarten-Turniere. Und bei uns ist es meistens so, dass man sich nach dem Kampf in die Arme fällt, dass sich aus so etwas Freundschaften ergeben. Nicht wenige von meinen Instruktoren haben Freunde überall auf dieser Welt, wo sie sich schon mit ihnen geprügelt haben. Und die Freundschaft ist so quasi ewig erhalten geblieben. Auch mit der heutigen Zeit, mit Facebook, überhaupt mit den Social Media, ist das relativ normal. Aber um auf die Ursprungsfrage zurückzukommen, Pflicht in dem Sinn ist es nicht. Es ist vielleicht irgendwann ein Wunsch, den du selber willst. Bitte nimm. Danke, Sifu. Zum Wohl. Zum Wohl, Sifu. Ich bin da schon fast wieder in Stress, hatte viele Fragen. Als erstes Mal möchte Fabio danken für die Antwort auf diese Sifu. Sehr gerne. Und dann haben wir eine Wortmeldung von Linda. Hallo Linda. Hallo Linda. Liebe Sifu, lieber Sihing Roman, vielen Dank für den Unterricht. Keine Frage heute meinerseits, aber vielen Dank dafür, dass ihr den Unterricht so zu uns nach Hause bringt. Wir haben uns das Beste. Ich freue mich schon sehr, wenn es wieder in 3D vor Ort und mit allem Drum und Dran stattfindet und kann es kaum erwarten. Ja, ich glaube, da bist du nicht allein, Linda. Das geht uns allen gleich. Und dann haben wir noch eine Frage von David Steiger. Lieber Sifu, lieber Sihing Roman, im Gunji-Video werden am Anfang der Form die Hände vor den Talien... vor dem Tantien bewegt, bevor die Arme hinter den Rücken genommen werden. Wieso ist das so? Du hast gerade erwähnt, das Tantien, um das zu aktivieren und um so quasi das Qi mitzunehmen, um da den Gürtel von Qi zu füllen, macht man die Bewegung voran. Wir haben das da jetzt nicht gemacht, nicht um etwas vorenthalten, sondern damit wir nicht zu lange an diesem Teil haben. Weil der Anfangsteil von dieser Form, den kann man 20 Minuten lang machen. Und das ist dann alles internal, also innere Arbeit. Und ich denke, das eignet sich jetzt dafür online, Livestream, nicht wirklich. Und darum hast du diesen Teil gekürzt. Das ist die Überlegung dahinter. Wenn ihr die Form richtig macht und bis zum Schluss könnt, dann habt ihr locker eine halbe Stunde etwas gemacht. Locker. Und ihr seid nachdem schweissgebadet und habt wirklich körperlich auch etwas gemacht. Kannst du bestätigen, oder? Ja, kann ich. Willst du noch einen Tipp mitgeben? Es ist noch schwierig, etwas zu ergänzen, ehrlich gesagt. Ja, ich denke, es ist wirklich so, wie Sifu jetzt gerade gesagt hat, dass man an diesen Teilen halt wirklich sehr intensiv kann arbeiten kann, auch für sich selber. Ich habe es zwar noch nicht auf 20 Minuten gebracht für den ersten Teil, aber bei 10 bin ich doch auch schon angelangt, wenn ich es wirklich intensiv und für mich allein mache und mich darauf konzentriere. Und für die Gesamtform ist es wirklich so, dass man während dem Unterricht bei dir, Sifu, zum Teil eine halbe Stunde oder sogar länger dran haben und dann halt alles drin haben, von dem ganzen Qigong-Teil drin, aber auch dann Kraft und Kondition etc., wenn man tiefe Stellungen das durchsteht, die ganze Form durch. Und das wären 30-40 Minuten. Ist ordentlich dann. Man darf ja nicht vergessen, so eine Form ist ein Werkzeug und ihr solltet damit arbeiten. Und wir Westler, wir neigen gerne dazu, okay, gelernt, tun wir auf die Seite. Und das ist nicht das richtige Denken, wenn wir bei so etwas sind. Sondern das richtige Denken ist, okay, ich habe jetzt den Ablauf gelernt von dieser Form. Und jetzt muss ich den Ablauf von der Form praktizieren. Und ich muss darüber nachdenken, muss dem Ganzen Tiefe geben. Und
die Anwendungen erarbeiten, das Qi erarbeiten. Also es gibt ganz viele Sachen, die ich dann erarbeiten muss, in dieser Form rein. Und dann kommt dann die Tiefe auch. Zum Wohl Sifu. Zum Wohl Roman. Und dann geht es auch schon weiter. Ja, heute ist gerade Vollgas. He? Minifarm Winterthur. Der Patrick schreibt. Hallo Patrick. Lieber Sifu, lieber Sihinger Roman. Danke für den heutigen Unterricht. Wenn wir bereits bei Ernährung sind, meine Frage dazu. Gibt es bestimmte Ratschläge, die dir dein Sifu bezüglich Ernährung gegeben hat? Liebe Grüße, Patrick und Ari. Hallo Patrick. Ja. Es gibt so, also es hat mehrere Situationen gegeben, wo mein Sifu so mir ein bisschen auf den Pfad geholfen hat. Und ich weiss zum Beispiel eine, wo es nicht gerade explizit um Nahrung, sondern eigentlich mehr ums Trinken gegangen ist. Ich bin bei ihm gewesen. Ich habe damals 8 bis 10 Stunden am Tag Lektionen, Privatlektionen unter Grossmeister Chiu Chilin gehabt. Und ich weiss noch einmal, sind wir nach so einer Lektion, sind wir etwas trinken. Also respektive, nein, wir sind in einem Laden in Hongkong und haben Trinken gekauft. Und ich habe so eine Literflasche Coca-Cola gekauft und er hat so ein Fläschchen Wasser gekauft. Und ich habe dann die Flasche Coca-Cola angesetzt und so quasi in quasi nichts habe ich die getrunken gehabt. Und selbstverständlich habe ich nachher genauso Durst gehabt wie vorher. Und er hat dann mir einfach sein Fläschchen angehabt und ich habe dann sein Fläschchen auch noch dürfen trinken. Und das war dann so für mich so, ja, meine Lektion gewesen. Und so verstanden, so, okay, ist vielleicht nicht so sinnvoll gewesen. Das ist eine von diesen Beispielen. Es gibt noch viel mehr, aber das ist jetzt das, was mir gerade so in den Sinn kommt. Und ich denke mir die Lektion daraus heraus, Zucker ist sicher nicht toll. Also müssen wir sicher nicht noch mehr zu uns nehmen. Jetzt ist schon, glaub, die letzte Runde, das Wasser ist nicht mehr so warm. Nochmal zum Wohl. Noch war auch warm. Gell, das ist nicht mehr so. Ja. Kommt noch etwas? Im Moment nicht. Ich glaube, die Fragen haben sich so langsam auch eingependelt. Oder ergeben mittlerweile. Okay. Gut. Wenn irgendjemand noch nicht dazugekommen ist, seine Frage stellt oder wir es nicht beantwortet haben, wir werden es auch sonst nachher beantworten. Und sonst bereits in 2 Tagen am Donnerstag wieder am 8. sind wir wieder online. Könnt ihr wieder Fragen stellen. Könnt auch euer Teeset parat machen für nach der Lektion. Damit wir nachher miteinander gemeinsam in unserer Community könnt den Tee geniessen. Wir dürfen nicht vergessen, unser Stil Hungar, wenn man es so sagt, Hungar, man könnte ja auch Hungkün, Hungs Faust, aber wenn man Hungar sagt, Gar meint Clan, Community, Gemeinschaft. Und das ist es auch, was sehr wichtig ist. Also wir haben einen Sifu, wir haben einen Meister, wir haben Mitschüler, Kung-Fu-Brüder, wir haben einen Grossmeister, den Meister vom Meister. Und wir haben eine ganze Kung-Fu-Familie mit Onkel, Tanten etc. Und das ist weltweit verbreitet. Und da sind wir alle in einer Gemeinschaft. Ihr habt vielleicht in diesen Online-Stream auch gemerkt, wir haben Peru, wir haben Italien, wir haben, weiß auch nicht, Mexiko etc., wo sich immer wieder einschalten und Hallo sagen, weil wir sind eine grosse Familie. Alles zusammen ist Hungar. Und ich finde, das ist recht wichtig und ich bin ehrlich gesagt auch stolz auf unsere Community da, auf euch da, dass wir in dieser Situation, wo wir jetzt gerade uns drin befinden, alle können miteinander trotzdem unseren Tee zelebrieren, Fragen beantworten, über Kung-Fu philosophieren. Das finde ich wunderschön und freut mich auch wirklich riesig.
Ist zwischenzeitlich noch mal etwas gekommen? Nein, leider nicht. Gut, dann nutzen wir das. Verabschiedet uns von euch. Danke euch vielmals, dass ihr dabei gewesen seid. Vielen Dank. Und wünsche euch eine gute Zeit bis am Donnerstag. Wieder 8 Uhr sind wir da. Gute Zeit, tschüss zusammen.